Na und? Von wegen. Mach doch. Die deutsche Sprache ist einfach fantastisch. Oft braucht man nur zwei Wörter, um das zu sagen, was man sagen möchte. Wenn du wie ein deutscher Muttersprachler klingen möchtest, dann ist dieses Video für dich. Denn ich werde dir heute 7 kurze umgangssprachliche Ausdrücke beibringen. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und ich wünsche dir viel Spaß. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Lass uns loslegen. Der erste Ausdruck ist Mensch. Mensch heißt eigentlich, ja, Mensch. Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, wir sind alle Menschen. Aber man benutzt das Wort Mensch auch in einem anderen Zusammenhang. Wenn jetzt ein Freund etwas gemacht hat, was ich nicht so toll finde oder was der Freund öfters macht und ich mag das eigentlich nicht so sehr oder dieser Freund ist tollpatschig, dann sage ich so etwas wie Mensch Tim. Ja, ich sage Mensch und dann seinen Vornamen. Mensch Tim, Mensch Robert, Mensch Marco. Wenn man die Geduld verliert, dann sagt man Mensch Marco. Musst du das jetzt wieder machen? Mensch, Marco, kannst du nicht aufpassen? Ja, das ist der erste Ausdruck. Der zweite Ausdruck ist macht nichts. Also wenn jemand etwas Tollpatschiges macht und ich verliere nicht die Geduld, wenn jemand etwas Tollpatschiges macht und es ist nicht so schlimm in meinen Augen, oder jemand hat einen Fehler gemacht und entschuldigt sich bei mir, dann sage ich, macht nichts. Kein Problem, macht nichts. Wenn derjenige sich entschuldigt, dann kann ich zum Beispiel auch sagen, schon gut, ja, schon gut, ja. Also immer wenn ein Thema für mich erledigt ist, ja. Immer wenn jemand über etwas sprechen will, was ihm vielleicht leid tut oder er will sich bei mir entschuldigen, dann sage ich, schon gut, ist kein Problem, schon gut, macht nichts, ja. Und wenn jemand mich etwas fragt, mich vielleicht fragt, ja, Marco, können wir vielleicht das und das machen? Wenn jemand mich vielleicht fragt, haben wir heute Abend vielleicht noch Zeit ins Kino zu gehen? Dann kann ich sagen, mal schauen. Ja, ich kann sagen, mal sehen. Ja, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich Zeit habe oder wenn ich mir nicht sicher bin, ob etwas klappt, dann sage ich mal sehen. Ja, ich weiß es nicht. Mal sehen. Wenn jemand mir etwas erzählt, jemand erzählt mir, dass er etwas gemacht hat und ich glaube ihm das nicht, dann kann ich sagen, von wegen. Ja, von wegen. Ich sage von wegen, wenn ich jemanden etwas nicht glaube. Ja, ich glaube ihnen das nicht oder ich denke, das Gegenteil ist der Fall, dann sage ich von wegen. Ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, von wegen. Wenn mir etwas total egal ist, ja, jemand erzählt mir etwas und es ist mir total egal, dann sage ich, na und? Na und? Dann ist es mir vollkommen egal. Na und? Ist mir doch egal. Na und?
wenn jemand sagt, dass er etwas machen möchte, wenn zum Beispiel zwei Kinder im Kindergarten sind und der eine hat etwas gemacht, was verboten ist, und der andere meint, ja, das sage ich aber dem Erzieher, ja, ich werde petzen, ja, das ist auch noch so ein Ausdruck, ich werde petzen, ich werde dem Erzieher verraten, was du gemacht hast. Ja, da kann das andere Kind sagen, mach doch, ja, mach doch, ja, und man sagt, mach doch, um jemanden sozusagen herauszufordern, etwas zu tun und gleichzeitig auch auszudrücken, dass es einem egal ist. Mach doch, ja, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ja, ich werde das und das machen und mir ist es mehr oder weniger egal, dann sage ich, mach doch, ja, mach das doch, mir doch egal. Aber ich kann es auch sagen, wenn es mir nicht so egal ist, ja, also wenn, generell, wenn jemand zu mir sagt, ich möchte das und das machen, dann sage ich, mach doch, ja, ich kann auch jemanden ermuntern damit, ja, mach das doch. Ja, das sind die 7 kurzen umgangssprachlichen Ausdrücke und damit klingst du gleich viel mehr wie ein deutscher Muttersprachler. Ich wiederhole nochmal, Mensch Marco, Mensch Tim, Mensch Robert. Dann macht nichts, schon gut, macht nichts. Nummer 3, schon gut, es ist okay, schon gut. Nummer 4, mal sehen, ich weiß es noch nicht, mal sehen. Nummer 5, von wegen, das ist doch gar nicht so, von wegen. Genau das Gegenteil ist der Fall, von wegen. Nummer 6, na und? Interessiert mich doch nicht. Es ist mir völlig egal. Na und? Wen interessiert es? Und zum Schluss Nummer 7, mach doch. Also von mir aus kannst du das machen. Ich habe nichts dagegen. Es ist mir auch nicht so wichtig. Mach doch. Ja, mach das doch. Das waren die 7 kurzen Ausdrücke. Ich hoffe, du hast etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Hinweis zum Schluss. Bist du immer noch von der deutschen Sprache frustriert? Wünschest du, du könntest unterwegs Deutsch lernen? Nun, ich habe ein E-Buch geschrieben, um dir auf humorvolle Art und Weise Deutsch beizubringen. Also kein Stress mehr, keine langweiligen Grammatikregeln auswendig lernen. Dieses E-Buch erklärt dir die deutsche Grammatik mit dem Humor von Mark Twain, eines der besten Humoristen, die es jemals gab. Ja, dies ist das E-Buch und es gibt dazu auch ein Hörbuch. Das sind über 6 Stunden Hörvergnügen und so kannst du unterwegs Deutsch lernen. Du kannst ganz viel lachen, ja, du kannst viel entspannter Deutsch lernen. Also da rate ich dir sehr, das hier mal dir zu besorgen und du findest das auf meiner Webseite direkt Authentic German Learning, das ist direkt im Menü und ich denke, damit wirst du ganz viel Spaß haben und ich habe auch schon Feedback für dieses E-Buch bekommen und für das Hörbuch und die Leute finden es einfach fantastisch. Deswegen möchte ich, dass du
dieses E-Buch auch bekommen kannst. Okay? Mach's gut und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen.